Ah. Schönen guten Tag, Herr Steiner. Charlotte Janke ist am Leitung von FMSA, An der der Leitung. Sicherheitsabteilung. Wie bitte? Sie meinen an der Leitung. Sprechen Sie Deutsch? Ja, versuche ich Ihnen gerade ja beizubringen. Ja, also, lassen Sie mich erklären. Nee, ja? Lassen, nicht gehen lassen. Lassen. Wie bitte? Das heißt lassen, nicht gehen lassen. Können Sie mich lassen zum Erklären? Ich möchte was erklären, ja? Ja, aber zum Erklären ist auch falsch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Jede Menge Wahnsinn. Ihr habt ja schon gehört, heute ist Intelligenz wieder absolut fehl am Platz hier auf dem Kanal. Ich habe euch wieder viele, viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die nicht für ein eigenes ganzes Video ausgereicht haben, doch ziemlich lehrreich sind, was da eigentlich so genau für Menschen am Telefon sind, die uns das Geld aus der Tasche ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Guten Tag, Herr Jackpferd. Sie sind ganz schlecht zu verstehen. Also, was ist hier? Könnt ihr mich jetzt besser? Nee, Sie sind sehr leise. Sehr leise? Ja, jetzt geht's. Also, mich jetzt besser? Nee, jetzt ist schon wieder leise. Okay, aber haben Sie gerade Zeit zum Sprechen? Es geht um Finanzmarkt. Ja, wenn ich Sie verstehe, dann ja. Verstehen Sie mich gerade? Ja, schlecht. Okay, hören Sie mich jetzt besser? Nee. Noch nicht. Sie sind sehr leise. Sehr leise? Ja. Ja, und das war's dann auch schon. Da ist er weg gewesen. Da war die Mitteilung, die er uns mitteilen wollte, wohl nicht wichtig genug. Denn er hat sich nicht nochmal direkt gemeldet. So, wie man das halt eben von den Betrügern am Ende doch immer gewohnt ist. Guten Tag, spreche mit Herrn Steiner. Ist am Apparat. Mein Name ist Tommasine, Herr Steiner. Apfelsine? Tut mir leid. Wie bitte? Apfelsine? Tommasine. Achso. Ich rufe Sie von Finanzkapital FX Firma wegen einer Meldung, Sie haben gemacht. Aha. Ein paar Monate früher über Online-Trading. Aha. Das stimmt, oder? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Ja. Haben Sie nicht gemacht, die Meldung da? Ja, weiß ich nicht. Ah, okay, es tut mir leid, Herr Steiner. Ja. Sie machen ein bisschen Spaß. Nee. Ich habe keine Zeit. Ja. Schönen Tag noch. Winke, winke, stinke, stinke. Wie bitte? Winke, winke, stinke, stinke. Tschüss. Auf Wiedersehen, mein Teddybärchen. Jo, da hat er ziemlich schnell aufgegeben, bin ich der Meinung. Weiß ich nicht. Aber irgendwie kam mir die Stimme hier wieder ziemlich bekannt vor. Also, ich möchte immer sagen, da gibt's ein paar Betrüger. Sie sind's vielleicht nicht, aber die hören sich tatsächlich verdächtig ähnlich wie der Dennis Wilson an. Vielleicht ist es da ein Familienbetrieb oder sowas. Kann ja alles sein. Ja, guten Tag. Hallo? Schönen guten Tag, Lea Holm, ist Apparat vom Rückerstattungsagentur, melde ich mich. Wie ich im System sehe, einmal haben Sie schon versucht, online Geld zu verdienen und jetzt können Sie es nicht mehr auszahlen lassen. Nee. Haben Sie es alleine gemacht oder mit einem Broker? Mit einem Stuhl. Stuhl? Ja, wieso? Ja, so stellt man sich doch so eine interessante Unterhaltung mit einem Brokerunternehmen, / Bank oder wie auch immer man die nennen möchte, vor. Ja, also hier war wieder die Geschichte mit dem Betrug nach dem Betrug. Sie wollte hier erzählen, dass ich da Geld auf meinem Konto habe und dass es damit Probleme gibt. Ja, dass das Blödsinn ist, das brauche ich euch ja nicht mehr erzählen. Ihr kennt ja die Videos. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Herr Lipp. Ja, ich bin am Apparat. Hier ist Elisabeth Millen, grüß Gott. Ja, was ist denn, was ist denn so lustig? Was ist denn lustig? Ich bin Elisabeth Millen. Ich kann Sie kaum verstehen, Sie sind sehr leise. Also, mein Name ist Elisabeth Millen. Ja. Was möchten Sie? Was denn? Wollen Sie mich verarschen?
Nein, nur ihre Stimme ist einfach komisch. So. Aber was ist mit Ihnen nicht richtig? Sie rufen bei mir an und beleidigen mich. Nein, aber Sie sprechen so wenig. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss oder was? Das ist beleidigend, was Sie machen. Nein. Das ist gar kein Beleidigung. Natürlich ist das beleidigend. Nein. Ich rufe doch bei Ihnen auch nicht an und beleidige Sie einfach nur, weil Ihre Stimme scheiße ist. Nein, ich habe das nicht gesagt, dass Ihre Stimme scheiße ist. Ja, spielt ja keine Rolle. Sie haben sich darüber lustig gemacht. Aber das ist Ihr Stimme. Ja, sowas gehört sich aber nicht. Ja, das weiß ich, aber warum... Ja, und warum machen Sie denn sowas? Haben Sie irgendwie einen kompletten Lattenschuss oder was? Warum Sie sind ja mal voll scheiße. Warum sprechen Sie? Ja, das geht Sie doch überhaupt nicht an, warum ich so spreche. Okay, alles klar, dann. Heute rufe ich Ihnen an. Ja, das interessiert mich nicht mehr, warum Sie anrufen. Über das Geld, das Sie verloren haben. Ja, schön. Ich habe nichts verloren. Oh Gott. Sind Sie ledig oder sind Sie heiratet? Das geht Sie überhaupt nichts an. Weil ich freue mich so viel, wenn Sie meinen Mann bekommen. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich nicht. Also mit Ihnen scheint irgendwas nicht zu stimmen. Also, nehmen Sie das nicht schlecht. Ich will Ihnen nicht beleidigen. Ja, machen Sie aber. Aber ich kann das nicht kontrollieren. Es tut mir sehr leid. Ist ja unerhört, was Sie machen. Ja, also, so, haben Sie gar kein Geld mit Online-Investitionen verloren, oder? Nee. Okay. Und, weil normalerweise, ich habe heute eine Anfrage auf Ihren Namen bekommen, wo steht, dass Sie mit Online-Investitionen Geld verloren haben. Habe ich aber nicht. Okay, soll ich Ihnen fragen, warum haben Sie diese Anfrage gemacht dann? Ja, habe ich doch gar nicht. Okay, alles klar dann. Genau, alles klar, dann legen wir einfach auf und ja, reden gar nicht weiter. Wir haben ja schon genug den Kunden die ganze Zeit am Telefon ausgelacht. Tja, aber sowas gibt's tatsächlich, dass auch Männer solche hohen Stimmen haben. Und zwar mit Kehlkopfkrebs, ganz einfach. Und ich kenne tatsächlich sogar selbst so eine Person, die tatsächlich genau so spricht. Also einfach mit einer piepsigen Stimme, obwohl das eigentlich mal nicht der Fall war. Aber da hat halt eben eine Operation nicht ganz so funktioniert, wie sie sollte. Und schon hauen die Stimmbänder nicht mehr hin. Das kann es alles geben. Ja, und das Ende vom Lied ist, wenn man bei solchen unseriösen Firmen gelandet ist, die lachen euch dann am Telefon aus und... Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, dass die da primitiv sind und über Schwule lachen, sich über sexuelle Themen lustig machen, die, ja, weiß ich nicht, nicht mal im Ansatz irgendwie lustig sind, also zumindest nicht für erwachsene Menschen. Ja, und sowas hier. Tja, dass das dann nur komische Typen sind, die da sitzen und euch das Geld aus der Tasche ziehen. Ich glaube, das beweisen die jedes Mal von allein, weil mit Professionalität hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Natürlich kann das irgendwie erstmal lustig wirken, wenn jemand eine komische Stimme hat. Ja, aber dann frage ich vielleicht einfach höflich nach, warum das so ist und dann ist gut, ne? Also, und eigentlich vielleicht nicht mal unbedingt das, weil, ja, wenn ich da irgendwo anrufe, dann bin ich ja, ich dringe ja in die Privatsphäre von jemandem anderen ein. Und da kann ich die Leute nicht einfach beleidigen und runtermachen, also geht ja mal gar nicht, aber gut. Letztendlich seht ihr hier wunderbar, was da eigentlich für Menschen in diesen Callcentern sind. Die beweisen das jedes Mal direkt von alleine. Bitteschön. Ah, ich grüße Sie, Herr Knusperig, die Umayer ist am Apparat. Aha. Ah, Herr Knusperig, ich melde mich von Handelsplattform. Toll. Ah, ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Ist das richtig? Wo haben Sie das denn gesehen? Sie haben unsere Werbung gesehen und da haben Sie Ihre Daten eingegeben. Aha. So, Bitcoin make money. Ist das richtig? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Okay. Herr Knussi, Ich bin ich höre meine Stimme zurück. Ja. Bin ich am Lautsprecher oder? Natürlich. Also. Okay. Wie kann ich denn behilflich sein? Okay. Aha. Und nun? Was machen wir jetzt Schönes?
Tja, scheinbar machen wir nichts weiter Schönes, weil die nette Dame hat dann sich dazu entschieden, das Gespräch vorzeitig zu beenden. Wahrscheinlich hat ihr schon wieder das Ganze, hier irgendwie nicht gepasst, weil der Kunde nicht so reagiert hat, wie sie sich das vorstellt. Normalerweise ist es ja so, dass der Kunde schon irgendwie am Computer sitzt, alles fertig hat und direkt auf die Abzocker wartet. Also so habe ich immer das Gefühl, dass die Abzocker so denken. Immer wieder irgendwie interessant. Aber wenn sie der Meinung sind, dass sie so ihr Geld verdienen müssen, ich find's einfach nur traurig, schade und erniedrigend. Hallo, guten Tag, Herr Osmanek. Anna Wolf ist am Apparat von M-Service Management. Ist ja entzückend. Herr Osmanek, ich sehe, Sie sind registriert an unserer Webseite. Sie wollten auf dem Finanzmarkt handeln, ja? Wollte ich das, ja. Herr Osmanek, haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie schon mal online gehandelt? Nee. Okay, das ist überhaupt gar kein Problem. Das dachte ich nicht. Weil es wird automatisch auf dem Finanzmarkt gehandelt, ja? Mit Autotrader. Toll. Herr Osmanek, es wird mit verschiedenen Vermögenswerten gehandelt, zum Beispiel mit Rohstoffe, Indizes, Aktien. Aha. Und welche wird in diesem Moment aktuell? Damit wird für Sie Positionen geöffnet. War das eine Frage? Nein, ich werde Ihnen zuerst alles erklären, wie das alles funktioniert, und dann werden Sie sich entscheiden, wollen Sie das oder nicht. Ach so, ja. Startkapital ist nur 200 Euro, womit werden Sie erste Schritte auf dem Finanzmarkt machen. Und damit werden Sie zuerst alles probieren, wie das alles funktioniert, ja? Oh, guck mal, jetzt ist mir mein Kaki einfach runtergefallen. Mein Gott. Ja, einfach Kaki runtergefallen. Ja, da hat sich die Betrügerin wohl auch gedacht, ach du Scheiße. Naja, sie hat es ja auch zum Ausdruck gebracht und das Gespräch einfach beendet. Aber auch hier würde jetzt, glaube ich, ein seriöser Bankberater sagen, ja gut, ich kenne schon, das wird hier nichts, ich wünsche noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Oh, ich meine, dass mich die Betrüger für Gott halten, das haben sie mir ja nun schon oft gesagt. Und sie betonen es ja auch immer wieder. Wenn sie möchten, bin ich gerne der Gott der Betrüger. Aber naja, dann bin ich wohl kein guter Gott, weil ich klaue denen jede Menge Zeit. Jede Menge Zeit, in der sie andere Leute bescheißen hätten können. Währenddessen unterhalten wir uns aber über meinen Kaki. Kann man ja gerne mal machen. So ist es halt, ne? Ich muss allerdings auch manchmal solche dämlichen Sachen da ganz einfach mit einbauen, aus dem Grund, ja, wenn man da mal irgendwie los muss, ne? Ihr kennt es ja, das Telefon klingelt immer genau dann, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Und wenn man gerade schon direkt im Flur in den Startlöchern steht und eigentlich los will und ist dann doch noch rangegangen, weil man dachte, naja, man hört mal, was da so kommt. Aber man hat keine Zeit dafür, dann muss man sich halt irgendwie eine dumme Geschichte ausdenken, damit das Gespräch schnell zu Ende ist. Aber ihr seht ja, klappt ja wunderbar. Man muss einfach nur irgendwelchen Durchfall labern. Guten Tag. Ja. Wie geht es Ihnen? Gut? Super, freut mich. Ich bin Emily von der Firma MetaTrader. Es geht um eine Arbeit im Internet. Emily Brune? Wer bitte? Emily Brune? Nein. Nee? Emily. Nur Emily, ja. So. Von der Firma MetaTrader. Hier habe ich gesagt, es geht um eine Arbeit im Internet. Insgesamt am Finanzmarkt. Aha. Wissen Sie etwas über Finanzmarkt? Oder online handeln? Ja, da können Sie mir doch gar nichts sagen. Wie bitte? Da können Sie mir doch gar nichts sagen. Was meinen Sie? Na, über den Finanzmarkt. Haben Sie keine Erfahrung? Na doch, aber Sie können mir doch darüber überhaupt gar nichts erzählen. Was meinen Sie, dass ich gar nichts erzählen? Naja, Sie sind doch so eine Lügnerin. Noch ein bitte? Sie sind eine Lügnerin. Warum dann gehen Sie so? Ja, weil Sie gar nicht von der Firma MetaTrader 5 anrufen. MetaTrader 5 ist keine Firma. Das ist ein Programm. Ja, und dann arbeiten Sie schon mit MetaTrader? Nee, aber Sie haben mich angelogen. Okay, dann...
Ja, okay, dann lege ich einfach auf und vergesse das wieder mit der Verabschiedung. So ist das halt, wenn man aufgeflogen ist. Na, ich meine, das hat sie jetzt wohl begriffen, dass MetaTrader 5 wohl keine Firma ist. Aber warum melden die sich so? Ist doch immer wieder einfach nur stumpf und dämlich. Die brauchen sich doch gar nicht wundern, warum die da eigentlich kein Geld mitmachen. Also, wenn die keinen Erfolg haben. Aber das Schlimme ist, irgendwie haben die ja Erfolg. Es gibt ja Menschen, die das glauben, was man da erzählt. Und natürlich, nicht jeder kennt den MetaTrader 5. Und auch nicht jeder kennt sich damit überhaupt irgendwie ein bisschen aus, mit dieser ganzen, ja, wie der Handelsmarkt da so funktioniert. Ist ja auch logisch. Kann ja gar nicht jeder wissen. Und deswegen gibt's da halt auch ganz einfach Menschen, die darauf reinfallen, weil die sich einfach damit nicht auskennen und jetzt auch nicht wüssten, worauf sie achten müssen. Na, aber deswegen gibt's ja die Videos hier, damit euch auffällt oder rechtzeitig auffällt, was ihr da eigentlich für Menschen am Telefon habt. Trotzdem gilt immer wieder die Regel, am besten, wenn ihr fremde Nummern im Display stehen seht, legt einfach direkt auf. Das ist immer das Sicherste, wenn ihr keinen Ärger wollt oder keine Lust auf Streiten habt. Tja, dann direkt auflegen, dann kann euch da am wenigsten passieren. Wen hab ich denn am Apparat? Hallo, hallo, hallo. Wer ist denn da? Ist keiner dran, dann lese ich wohl auf. Tschüssikowski. Ja, wieder einer von den vielen, vielen Telefonaten hier auf der Leitung, wo einfach niemand in der Leitung ist, wenn ich dann dran bin. Kann sein, dass die Leute dann auf der anderen Seite einfach zuhören und ihr Mikrofon schon gestimmt haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es aber auch die Ping-Calls, die einfach nur mal gucken wollen, also automatisch gucken wollen, ob die Telefonnummer noch bedient wird, auf der sie anrufen. Tja, und so wissen die Betrüger Bescheid, dass die Daten oder dass die Leitung noch ja aktiv ist und dass man die Daten weiterverkaufen kann. Von daher ist es grundsätzlich immer besser, gar nicht erst ans Telefon zu gehen. Or? Ja? Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sana Flores, wie geht es Ihnen zu Alles gut? Entzückend. Na, mal bitte? Entzückend. Hallo? Ja, hallo? Sie ja, natürlich. Ja? Ja. Okay. Ja. So, ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutschen Börse. Und ich möchte mit Ihnen zuerst nur ein paar Informationen zu teilen. So, es geht um Online-Handel, Online-Trading. Haben Sie bis jetzt gehört oder eine Erfahrung gehabt? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Haben Sie mir bis jetzt gehört und verstanden oder nicht? Ein bisschen, ja. Okay, ich habe gefragt, wenn Sie bis jetzt eine Erfahrung gehabt. What? Tja, irgendwie sind die Skripte von den Betrügern immer wieder die gleichen. Da ändert sich ja nicht mal was. Die geben sich ja wirklich überhaupt gar keine Mühe, da irgendwas dran zu verändern. Ja, aber daran sieht man auch einfach, dass das gar nicht sein soll. Das soll so einfach sein. Die schaffen es, so einfach euch zu bescheißen. Das liegt einfach genauso in deren Interesse. Möglichst einfach die Leute irgendwie abwickeln, gar nicht drüber nachdenken, was man da eigentlich tut, überhaupt nichts irgendwie nachdenken und ja, möglichst schnell die Kohle einsammeln. Mehr ist da überhaupt nicht dahinter und das ist das Schlimme, dass das überhaupt funktioniert. Teilt daher sehr gerne die Links mit all euren Freunden, Verwandten, Bekannten und der gesamten Familie in WhatsApp, in Facebook und in jedem anderen Chat. Umso mehr Leute wir darüber informieren, umso weniger Menschen werden auf den Quatsch da reinfallen. Machen wir mal weiter. Hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Braterhund? Ja. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Wer bitte? Entzückend. Wissen Sie, warum rufe ich Sie an? Nee, woher denn? Woher soll ich denn das wissen? ich kann mir vorstellen, ich bin Emily von der Firma MetaTrader. Es geht um eine Arbeit im Internet am Finanzmarkt. Sie haben bei uns angemeldet. Haben Sie schon die Erfahrung am Finanzmarkt oder im Onlinehandel? Nee. Haben Sie etwas gelesen? Haben Sie keine, ja? Ja, keine. Aber Sie haben etwas gelesen oder gehört? Nee. Nein. Okay, dann wie haben Sie Ihre Kontaktdaten bei uns angemeldet? Keine Ahnung. Müssen Sie mir doch sagen können. Leider, ich kann Sie das nicht sagen. Ich weiß noch, wir haben bei uns angemeldet und das ist alles. Ah, okay, also gehen Sie davon aus, dass sich die Person angemeldet hat und dann rufen Sie einfach mal illegalerweise durch, egal ob Sie jetzt ein Opt-in haben oder nicht.
wenn ich das richtig verstanden habt. Okay. Ja. Ja, und da haben wir sie dann schon direkt ausgehebelt. Da wusste sie wohl entweder wieder keine Antwort, weil sie der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig ist, oder sie hat's begriffen, was ich gesagt habe, und verstanden. Und sich dann ganz schnell aus dem Staub gemacht. So wie es die Betrüger halt immer wieder gerne tun. Ja, hallo? Hallo, Herr Lipp, mein Name ist Michael Ferrari, also GTX Capital. Aha. Sie haben sich für Bitcoin interessiert, richtig? Weiß ich nicht, wann denn? Also, Sie haben eine Anmeldung 31, einen Moment bitte. Sie haben eine Anmeldung acht Tagen gemacht. Erinnern Sie sich daran? Nö. Nö, also okay, gut, da haben Sie schon einige Erfahrung auf dem Finanzmarkt oder Aktienbereich? Nee. Nee, also, okay, gut, dann informiere ich Sie, wie Sie bei uns das Geld gewinnen können, wie es alles läuft und so weiter und so fort, okay? Mhm. Also, haben Sie bei uns handelt man mit einem automatischen Handelsprogramm, mit einem Bot, verstehen Sie, ja? Mit einem Bot? Ja, mit diesem Bot kann man garantiert von 10-50% pro Monat bekommen. Soll ich doch Boote verkaufen, oder wie? Noch einmal? Soll ich doch Boote verkaufen? Ich habe Sie nicht verstanden. Na, ob ich doch Boote verkaufen soll? Verkaufen Sie möchten das Boot sehen? Oder Plattform? Na, weiß ich nicht noch. Sie haben ja hier gesagt, da muss man Boote verkaufen. Aha, okay. Also haben Sie angemeldet bei unserem Plattform oder nein? Oder nur geguckt? Ja. Haben Sie angemeldet? Was denn? Ich habe kein Boot angemeldet. Noch einmal. Na, ich habe keine Boote. Aha. Ja. Keine Boote, ja? Ja, ich habe keine Boote zu Hause. Also kein Problem. Was kostet denn so ein Boot? Noch einmal? Was kostet denn so ein Boot? Das kostet nichts, also, das ist kostenlos. Ach so, bei Ihnen gibt es die Boote kostenlos. Sind die denn nur ausgeliehen oder kriegt man die komplett einfach so gratis? Nein, Sie geben nichts für uns, also es gibt ja... Ja, also eine kostenlose Bootsfahrt bei Ihnen, oder wie? Also wo fahren wir denn da hin? Noch einmal? Na, wo fahren wir da hin? Also Sie... Mit dem Sie Boot? Meinen, wo, also... Sie meinen, von welchem Betrag Sie anfangen können, oder was? Nee, wo wir hinfahren. Ah, wo ist dieses Boot? Ja, nee, wo wir hinfahren mit dem Boot. Bitte noch einmal sagen. Na, wo wir mit dem Boot hinfahren. Wo wir mit dem Boot Info haben, oder was? Nee, wo wir mit dem Boot hinfahren. Hinfahren, was ist da? Was sag ist mal, da? Kannst du auch irgendwie ein bisschen Deutsch, oder ja nicht? Ein bisschen schlechtes Netzwerk, noch einmal. Nee, dein Deutsch ist einfach nur schlecht. Noch einmal? Nee. Okay, ich habe aber keine Schallplatte. Nee, ich habe keine Schallplatte gefressen. Ich wiederhole nicht alles tausendmal. Ich hab's jetzt gesagt, ein paar Mal schön, nur reicht doch mal. Ich muss mich doch hier nicht die ganze Zeit wiederholen, wie so ein Lackaffe. Warum schimpfen Sie? Na, weil du nervst. Du laberst die ganze Zeit nur Müll und das nervt. Da kommt dann nur Ratze bei dir raus. Das macht doch ja okay. Keinen Sinn, was du da erzählst. Bitte schimpfen Sie bitte nicht. Ja, haben Sie denn da vielleicht doch mal einen Mitarbeiter, der vernünftig Deutsch kann? Können Sie bitte normal sprechen? Sag mal, hast du Lackis auf dem Ohr, was? Ich glaub, du hast wohl Haareschaden oder irgendwie sowas. Bei dir muss es wohl im Kopf schneien. Also auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Stroh. Und wenn brennt, brauchst du bloß nicken oder was? Dann mir hier noch ein Wort fallen. Und ich würde sagen, dann haben wir den Scammer so richtig schön gescambaitet. Der Typ ist weg und hat aufgegeben. Ja, aber sein Deutsch war ja mal wieder wie immer passend zur Situation. Nichts anderes als Betrügerdeutsch. Hochqualitatives Betrügerdeutsch. Mehr ist es nicht. Schön aus dem Kakerlakensumpf, direkt aus der Kloake, und er findet es selber dem Anschein nach irgendwie seriös, wie er da klingt. Ich find's immer wieder beeindruckend. Sie können kein Wort Deutsch und sollen uns irgendwie abzocken. Und das Allerschlimmste ist, es funktioniert. Das läuft. Die machen damit mehrere Millionen. Nicht als einzelner Mitarbeiter. Der kriegt natürlich nicht viel ab. Ist ja klar, das steckt sich alles der Chef ein und fährt mit seinem Lamborghini durch die Gegend. Aber, tja,
Das Schlimme ist, es gibt wirklich jede Menge Menschen, die fallen darauf rein und merken es nicht. Und das ist das Erschütternde an der ganzen Geschichte. Naja, aber ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Guten Tag, mit wem spreche ich da bitte? Mein Name ist Michael Ferrari. Ich rufe Sie an, betreffend Ihre Anmeldung. Erinnern Sie sich daran? Was denn für eine Anmeldung? Wovon sprechen Sie? Sie haben sich für Bitcoin interessiert. Bin ich klar? Was? Sie haben mit Bitcoin interessiert. Für Bitcoin, richtig? Ja, kann sein, ja. Also, haben Sie schon einige Erfahrung auf dem Finanzmarkt, Aktienmarkt, Bankbereich vielleicht? Wie meinen Sie das? Haben Sie Erfahrung? Haben Sie gearbeitet dort? Nö, ich hatte noch keinen Job auf dem Finanzmarkt. An der Börse war ich bisher noch nicht beruflich tätig. Ich habe aber auch noch keine Bewerbung dafür geschrieben. Also... Sind Sie vom Arbeitsamt? Die Leute von... Noch einmal? Sind Sie vom Arbeitsamt? Ja, ich arbeite dort. Ach so, Sie sind vom Arbeitsamt. Okay. Okay, kann man sich da bewerben bei Ihnen? Kann man da eine Bewerbung hinschreiben? Welche Bewerbung? Na, wenn Sie sagen, Sie arbeiten da, dann kann ich Sie doch fragen, ob ich mich bei Ihnen bewerben kann. Nein, wir können das nicht. Na, aber wenn Sie vom Arbeitsamt sind? Also Sie arbeiten mit selbst, mit unserem Bot, wissen Sie? Also Sie arbeiten nur für sich selbst? Noch einmal? Also egoistisch? Was egoistisch? Na, haben Sie doch gerade gesagt. Was haben Sie gesagt? Na, Sie haben das gesagt. Was habe ich gesagt? Na, dass Sie beim Arbeitsamt arbeiten und egoistisch sind und andere nicht mitmachen lassen. Also, dann machen wir so. Ich informiere Sie kürzlich, wie Sie bei uns das Geld also gewinnen können. Na, Sie haben doch gerade gesagt, es geht nicht. Man kann bei Ihnen nicht anfangen. Warum? Na, haben Sie doch selber gerade gesagt, dass man bei Ihnen nicht anfangen kann. Warum so? Ja, weiß ich doch nicht warum. Das haben Sie doch gesagt. Nö, Sie waren doch. Sie haben das gesagt. Ich habe das aufgezeichnet. Sie haben das gesagt. Eindeutig gesagt. Doch, das haben Sie gesagt. Lügen Sie doch nicht ins Telefon. Sie jetzt lügen mir. Nein, also ich möchte mit einem Lügner nichts zu tun haben. Sie sind eh nur ein krimineller Abzocker, der die Warum Leute verarschen will. So? Na, weil Warum Sie ein krimineller Abzocker sind. Warum sprechen Sie so? Habe ich doch gerade jetzt zweimal wiederholt, wieso? Aber es geht in dein Köpfchen. Ja, weil du dafür zu blöd bist. Du bist einfach nur zu doof. Das ist alles. Schimpfen Sie bitte nicht und halten Sie Ihre Klappe. Okay? Warten Sie mal, Sie Mülleimer. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Hans Günther. Der Hans Günther ist hier am Telefon. Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt den Rest gegeben, dass er auflegt. Aber den Typen haben wir tatsächlich auch schon ziemlich oft an der Leitung gehabt. Und das fällt auch tatsächlich immer häufiger auf, dass wir die Betrüger ziemlich oft immer wieder an der Leitung haben. Ja, und dadurch fällt den Betrügern auch ziemlich oft langsam auf, wo sie hier landen. Naja. Guten Tag. Hallo, guten Tag, mein Name ist Frau Müller-Berger. Die Frau, der Herr Sigmund Taubenschwalbei, sind Sie? Ja. Also schön, dass es reich ist, rufe Sie immer auf. Der Hauptgeschäftsführer Mona blickt an und es geht auch nur um Ihre Registrierung hier in der Datenbank. Das ist nur noch für die letzte Runde die Entschädigungsrunde, die allerbeste, ganz ohne Risiko. Das heißt mit einer 100%igen schriftlichen Geldzurückgarantie, weil es ja die Entschädigungsrunde ist, bei den 200% Online-Preisverschreiben mit dem täglichen Bargeld von 100.000 bis 500.000 Euro registriert sind. Meine Frage ist nur, weil wir von Ihnen noch kein Abmelde-Widerrufsformular haben und bei uns der Kunde der König ist, möchten Sie noch von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, beenden oder verlängern? Dann aber ohne Geld-Zurück-Garantie. Ich kann Sie nicht zuordnen. Na, dann wird weiter abgebucht, ohne Geld-Zurück-Garantie. Wiederhören. Aha. Rechtsanwalt Müller wird Sie wieder anrufen mit Mahngebühren. Ja, Sie sind Betrüger. Genau, so spricht man ja auch mit einem Kunden. Da ruft die an und bedroht mich zum Schluss, naja gut, dann schicken wir noch Mahngebühren und dann legt sie einfach auf. Was soll das? Also, dass das hier Blödsinn war und nur einfach Betrug, das ist ja, denke ich mal, klar. Und dass das hier wahrscheinlich so eine Lotto-Betrugsscheiße war oder was auch immer, das ist, glaube ich, auch klar. Aber die hat ja wirklich kurz einen Prozess gemacht und gleich direkt aufgelegt, anstatt irgendwie weiter zu diskutieren. Die wollte ja überhaupt gar nicht mit uns reden. Hat einfach nur gelabert, sie will hier Mahngebühren und Schluss. Ja, dann soll sie mal abbuchen von dem nicht vorhandenen Konto. Das finde ich immer sehr interessant, dass sie hier von Mahngebühr und so einem Quatsch reden. Dabei bin ich erstens nie in einen Vertrag eingegangen. Zweitens kann ich mich an diese Tante hier oder an diese Firma überhaupt grundsätzlich gar nicht erinnern. Tja, also Betrug.
Und zwar ganz, ganz, ganz schlechter. Mal davon abgesehen hat sich die Tante hier irgendwie so halb angehört, als würde die gleich ins Telefon heulen am Anfang. Weiß ich nicht, ob der Chef dahinter stand und hatte Peitsche rausgeholt oder weiß ich nicht. Also irgendwie einfach nur gruselig. Tag. Hallo. Ja? Hallo. Hallo. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert dann mein Häuschen? Ja, genau. Okay, ich habe keine Zeit. Tschüssi. Und warum rufst du denn an? Tja, warum sie angerufen hat, das weiß ich auch nicht. Aber war auf jeden Fall lustig. Ich meine, also keine Ahnung, was hier so für Gespräche zustande kommen. Es ist einfach nur noch skurril. Hörchen? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Nur Sigi, nur mich. Ja. Spreche ich? Sie sprechen, ja. Ja? Habe ich gehört, dass Sie sprechen. Ja, gut. Mhm. So. Also haben wir das jetzt geklärt. Du hast dich registriert auf die Werbungsseite. Was? Du hast dich registriert auf die Werbungsseite. Na, also du schon mal gar nicht. Nein. Was denn? Geht das auch irgendwie in, weiß ich nicht, in seriös, oder? Ja. Ja, na dann versuchen wir es mal in seriös. Als allererstes, zu seriös gehört Musik aus. Nein. Doch? Kann ich nicht machen. Ja, dann nicht seriös. Soll ich gerade, hast du gesagt, gerade hast du gesagt, das geht auch in seriös, aber dann geht es ja scheinbar nicht, okay, in seriös. Okay, denken Sie, Sie möchten Sie aktivieren oder nicht? Nur nicht bei so einer Diskothek, ne? Okay, dann. So, tschüss, Betrüger. Ja, dann hast du kein Interesse, ne? Ja, tschüssi, bitte. Tschüss, Arschloch. Siehst du schon? Hitlersohn, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Hitlersohn. Wie im Kindergarten. Dein Kanal wird blockiert. Dein Kanal wird blockiert. Nee. Wenn ich dich Hitlersohn nenne, nee, dein Kanal wird blockiert. Ja, 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 ja. Nee, du kannst alles auf YouTube sagen, was du möchtest. Doch. Dein Kanal wird blockiert. Hitlersohn. Da brauchst du ein paar krassere Wörter. Das reicht dafür nicht. Ich verdiene pro Minuten 20 Euro. Ha, ha, ha. Bestimmt. Ja, ja, ja. 40 Euro jetzt, momentan. Ja. Genau. Tja, also sonst noch was zu sagen oder war es das jetzt schon? Nee, ich bleib auf der Leitung, bis 100 Euro ich erreichen kann. Bestimmt. Wenn es 2 Minuten ist, dann habe ich 60 Euro verdient. Ja, ja. Spinn weiter. Weiß dein Chef eigentlich, was du da so treibst? So, noch ein bisschen 60 Euro. Vielleicht sollten wir dem ja sollten wir darüber informieren, dass du deine Zeit da verplemperst. Ja, kannst du auch machen. So, jetzt 60 Euro. Ja, bestimmt. In 4 Minuten dann 80 Euro. Ja. In 5 Minuten dann 100 Euro. Hab jetzt aber keine Zeit für so einen Scheiß. Schönen Tag noch. Und das war's dann. Ja. Einfach nur unterirdisch. Keine Ahnung. Also, als ob die da 20 Euro die Minute verdient. Ganz bestimmt. Also, ganz, ganz bestimmt. In irgendeinem Takatakoland. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt noch ein bisschen was in die Kommentare, damit wir das da unten alles ein bisschen voller kriegen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.